Kirche des Heiligen Sebastian. Wir begrüßen Sie in der Kirche des Heiligen Sebastian. Es ist von unbekannter Bauzeit. Man weiß, dass es seit dem Ende des 17. Jahrhunderts existiert und dass es eines der ältesten in der Stadt ist. Es war die Pfarrei von Almadén unter der Anrufung Nuestra Señora de la Estrella, die Patronin und Beschützerin der Stadt, bis sie während des Unabhängigkeitskrieges von den französischen Truppen zerstört wurde, wobei diese Funktion auf die Einsiedelei von Jesus Nazareno übertragen wurde. Der Zugang zur Pfarrkirche erfolgte durch den Zaun von dem Heiligen Teodoro, aber das Voranschreiten der Bergbauausbeutung führte dazu, dass sie auf die gegenüberliegende Seite des Eingangstores verlegt werden musste. Die Kirche wurde mehrfach renoviert, das letzte Mal im Jahr 1970, bis sie wieder den Status einer Pfarrei unter dem Patronat von San Sebastián erhielt. Die Ähnlichkeiten der frühen Kirche mit dem, was wir heute sehen, sind gering. Das nach Süden ausgerichtete Portal war dreieckig und hatte keinen Glockenturm. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich der Glockenturm und möglicherweise der Altar. Heute sehen wir vom Bergbaupark aus eine größere Fülle mit Ziegeln und weniger Mauerwerk in dieser Fassade. Nach alten Plänen und Techniken gab es zu dieser Zeit nur ein Kirchenschiff und wichtige Strebepfeiler, die dem Bau Stabilität verliehen. In der Rekonstruktion des 19. Jahrhunderts wurde der genannte Glockenturm für einen Körper mit vier Glocken hinzugefügt, die wir heute sehen können. Auch der Zugang zum Tempel wurde von Westen nach Osten verlegt. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden weitere Reformen an der Kirche vorgenommen, die sie in zwei Höhen teilte. Der untere dient derzeit zur Aufbewahrung der Prozessionsbarke, während die vordere Teil der Grundriss des lateinischen Kreuzes nach Westen zu erkennen ist. Es hat einen rechteckigen Grundriss mit einem runden Kopfteil, gebaut aus Mauerwerk und Ziegelsteinen und Quadersteinen an den Ecken. In seinen Seitenarmen wurden die Kapellen des Santo Cristo de la Columna oder der Inmaculada Concepción installiert. Bemerkenswert ist das heutige Hauptportal mit dem Rundbogen, der von einem Rundbiegel gekrönt wird. Im Inneren finden wir eine kuriose Wendeltreppe, die aus Stücken von Eichenholz gefertigt wurde. Sie ist derzeit für Gottesdienste geschlossen. Nun verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr Geschichten von Almadén erfahren, wenn Sie zum nächsten Punkt von Interesse gehen.